Ja, hallo, hier das nächste Fahrzeug, was ich bauen werde. Und zwar einen Panzer 3 von, ja, von Italieri, von, für die Bolt Action, sozusagen für Afrika Korps. Pack mal auf, mal angucken. So sieht die Rückseite aus. Der wurde ja in recht vielen Varianten gebaut. Ursprünglich war der Panzer 3 sozusagen der Panzerjäger, der Panzer 4 der Unterstützungspanzer. Und ja, da hat er halt immer längere Kanonen bekommen, zum Teil auch. Das ist ein interessantes Modell. Das hat nämlich eine kürzere Variante. Und N heißt halt, dass es eine recht späte Ausführung ist. Das ist zum Beispiel die J im Afrika-Korps. Oder hier mal die Ausführung L. Die wurden dann aber allerspätestens, ich glaube, nach Barbarossa wurde die nach und nach ersetzt, weil da die Kanone zu klein war. Da wurden die Panzer 4 sozusagen die Universalpanzer. Also kann man auf jeden Fall überall verwenden. Der macht immer so ein Early, Late Game, irgendwas drauf, Late War drauf. Den können wir eigentlich fast überall verwenden. Und das ist die. Ne, das ist nicht die Anleitung. Das sind diese Zerstörungsmarker. Die Karte. Die Karten. Genau. Und so, das ist. Ja, das eben soll. Soll das werden, was ich will. Genau. Genau. Und das ist jetzt genau Mittel. Und die Variante Mittel und Früh. Also für Blitzkrieg oder Frankreich hätte man es halt anders getan, vermutlich. Und das ist dann die auch Mittel interessanterweise. Was will ich bauen? Ich will, wie gesagt, Afrika-Korps bauen. Und so ein bisschen soll die graue, die wurde ja grau bemalt und dann nach Afrika geschifft und dann irgendwann unbemalt mit allem, was die in die Finger gekriegt haben, so nach dem Motto. Und ich will, dass die graue Farbe noch so ein bisschen durchscheint. Das ist so das Ziel. Normal würde ich das mit dem Chipping-Medium machen. Das hat aber schon beim SD-Kfz jetzt nicht ganz funktioniert, weil es halt zu viel Farbe, glaube ich, war, bis es dann durchweicht. Das funktioniert nicht so ganz. Und das will ich ja mit diesem Afrika-Core-Set, Farbset, versuchen zu bemalen. Und dann wird das wohl gar nicht funktionieren. Das muss ich jetzt ein bisschen anders machen, aber das ist auch kein Problem. Decals. Sag für Wargaming halt alle möglichen Varianten, auch dass man meine Nummer selber zusammenstellen kann. Was habe ich da? Der böse Symbole. Ah, ich denke, so sieht man es aber nicht. Da, beim Afrika-Korps, bei der Palme sind ja immer böse Symbole dabei. Da sind diese kleinen Tiger. Ja, das sieht man nicht richtig. Hier ist aber, glaube ich, kein Licht mehr. Ja, aber alle möglichen Varianten. Ach, da, Divisionsabzeichen. Genau, da müsst ihr. Ich habe ja geguckt, wie die für Afrika aussahen, aber ich weiß es nur auswendig. Also, die haben ja einmal diese Palmen da gehabt, aber die hat nach ihm, ich glaube, das meint das da war es. Da am Rand die gelbe, ja, Pyramide oder was es sein soll. Und da haben wir noch diese Panzer mit dem Ritter. Das war ja ganz cool. Das war bei Tigerpanzer, habe ich das schon mal gehabt. Ja, die gibt es alle möglichen Varianten, also alles, was war. Oh, noch mehr böse Symbole. Ja. So, zum Wichtigsten sozusagen zum Bausatz. Ist der groß. Ich habe ja noch einen Tiger in 1 zu 35, der ist dann viel größer. Ich werde mal den 1 zu 72 dazu zeigen. Das ist das Ganze klein, ne? Aber ja, ist klar. Also, ich meine, das war die größte Vergleich, das von verschiedenen Maßstäben auch zu sehen. Also hat relativ viel Teile. Also für Wargaming, auch für die Italieri Wargaming, die haben ja 1 zu 270 Bausätze. Da ist es wesentlich weniger Teile. Ist jetzt für mich nicht so das Thema, aber wie gesagt, für jemand, der jetzt normal so 5 Teile ein Fahrzeug zusammenbauen will, ist das halt vielleicht ein bisschen viel. Ja, da sind die Schürzen, die brauche ich ja nicht jetzt.
Und dann schauen, welche Teile man für welche Variante. Ist ja für jede Variante die Teile dabei. Das wird vielleicht ein bisschen aufpassen. Absolut kein Problem. Gut, dann werde ich mal komplett zusammenbauen, weil normal gehe ich ja immerhin und grundiere die sozusagen erst in der Rahmen, weil ich da gut alles gut rankomme. Aber gerade diese Schritte, wo man dann das aufhält oder dunkel macht, das wäre vermutlich einfacher, wenn es schon zusammengebaut ist. Deswegen probiere ich es mal so rum. Wie gesagt, normal grundiere ich immer oder male auch möglichst viele Sachen im Rahmen an. Aber diesmal gehen wir den anderen Weg und gucken mal, ob das, was da passiert. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.